Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich muss leise reden, weil es ist kurz vor 6. Und wenn ich das ausgetrunken habe, dann habe ich schon morgens jetzt meinen ganzen Liter. Heute ist Fastenbrechen, ich freue mich schon. Und alle, die fasten, viel Erfolg, durchhalten auf jeden Fall. Es tut ein Körper gut, es tut der Seele gut. Ja, wenn man mit Gott fastet, ist es ja noch besser. Wünsche ich euch weiterhin viel, viel Erfolg. So, und heute ist Fastenbrechen. Ich freue mich ganz, 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 ganz arg drauf. Ich habe Nase voll jetzt von der Brühe und ich bin so Gott dankbar, dass ich es das so lange ausgehalten habe. Auch Geschwister, die mich ermutigt haben und gebetet haben für mich. Und ja, es gibt so viele Vorteile, ne? Also körperliche Vorteile bei mir. Ja, dass es sich einfach lohnt zu fasten. Heute ist ja der 20. Heilfastentag und heute tue ich Fastenbrechen gegen Mittag rum. Und ich freue mich riesig drauf. Es war eine schöne, gesegnete Zeit. Ja, das war's. Ich kann viel mitnehmen. Positives. Und bin froh, dass ich die Zeit erlebt habe. So, bald ist Fastenbrechen. Also ich tue meine Äpfel dünsten. So schmecken sie am besten. Aber ich bin wirklich gespannt. Den Genuss auf den ersten Biss. Ich brauche wahrscheinlich nichts zu sagen, oder? Nach 20 Tagen, Leute. Also man kann natürlich auch Fasten brechen, indem man auch einen ganzen Apfel essen tut. Das war ein großer Apfel, der war ungefähr so wie der hier. Der da. Also schon ein großer Apfel. Und einfach. Boah, lecker. 20 Tage, echt. Am Anfang war es schwer, dann mit dem Kopfschmerzen war es schwer, dann ging es wieder gut und ja, dann keinen Bock mehr auf Brühe gehabt und jetzt guten Appetit. Wahnsinn. Wahnsinn. Dieser Geschmack. Ich kann es euch gar nicht mit Worten beschreiben, echt. Und deswegen schalte ich das jetzt aus und jetzt werde ich es echt genießen noch. Boah, für mich ist der Apfel wie so ein, weiß ich nicht, so ein Festessen, richtiges großes Festessen. Ihr könnt es gar nicht vorstellen. Außer die auch gefastet haben und Fastenbrechen machen. Also, ich esse mal weiter, genieße es, spüre die Freude. Wow. Wow, mehr kann man nicht dazu sagen. Ich melde mich dann später bei euch. Guckt mal, ich bin satt und das ist noch übrig geblieben. Ja, das werde ich jetzt zudecken und mal gucken, heute Abend essen oder noch morgen mal gucken. Jetzt sind halt die Aufbautage. Und je länger man heilt, fastet,
Das sollen je länger auch die Aufbautage man machen soll. Das bedeutet bei mir 5 bis 7 Tage. Also ich würde dann auch Obst essen, Gemüse, also Schonkost eher. Und dann nehme ich euch mit und dann kann ich euch erzählen, was bei mir das Heilfasten gebracht hat. Ne? Körperlich, seelisch, Beziehung mit Gott, kann ich euch alles dann sagen. Und natürlich, man fängt ja nicht normal an zu essen, das wäre ja Katastrophe, da hätte man Bauchkrämpfe bekommen und wäre es gar nicht gut für den Körper, für den Bauch, immer langsam, langsam aufbauen. Natürlich viel trinken. Jetzt habe ich bis jetzt getrunken 2 Liter. Meine super Brühe steht noch da, das bedeutet, dass ich auch sie essen kann. Noch, ja. Und man sieht sich dann heute Abend. Und heute Abend gehe ich nochmal in die Kirche, ich bete und danke halt Gott für die Zeit auch jetzt, ne? Diese Fastenzeit. Und guckt mal, ich habe Fasten gebrochen und es kommt die Sonne raus. Herrlich, wow. So, wir laufen hier noch in Sulzbach. Ich und mein Mann. Ja, Schwimmst du jetzt? die Frauenrockgruppe, die war auch da. Und der Franke will mich ein bisschen ärgern. So, wie schön, oder? Ja, du, das ist die Heimat für meinen Mann. Also guckt euch das mal an. Wow. Müsst ihr kommen, Urlaub machen oder Tagesausflug auf jeden Fall. Sulzbachtal, Blumenthal. Sulzbach im Schwarzwald, Lauterbach im Hier Schwarzwald. nur kann man glücklich sein, du mein Tal, mein Heimattal. Dir nur bleib ich treu. So, vom Spaziergang jetzt hier fürs Geschäft dann halt wieder gebügelt. Jo. Bügelwäsch, Bügelwäsch, Bügelwäsch. Ja, stille Zeit noch gehabt und danke zu sagen. Und zwar für die Fastenzeit. Also ich habe noch nichts Festes gegessen, außer den Apfel. Wenn ich nach Heim komme, werde ich mir noch Suppe gönnen, also die Brühe. Und ja, dann ende ich so meinen Tag. Vielen Dank beim Zuschauen und einschalten und teilen. Bis morgen, das ist der erste Aufbautag. Ja, das Laufen hat auch gut getan, die Sonne hat gut getan.
Ja, rückblickend auf die Fastenzeit, die war wirklich gut. Und bis morgen.